Der Plünderer in DMZ im Extraction-Looter-Shooter von Call of Duty hat eine neue Buy-Station, und zwar die mobile Vorratsstation. Die braucht man für eine Mission, aber sie hat natürlich auch generell interessante Items drin. Und dadurch, dass immer so alles hektisch ist, gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Was ist da konkret alles drin? Lohnt sich diese mobile Station? Und natürlich generell, wie kommt man an den Plünderer und wie kommt man an diese mobile Vorratsstation? Der Plünderer kommt immer zu Leichen, das heißt, da wo Leute gekämpft haben, wo Leute gestorben sind, da kommt er hin und lootet sozusagen die Leichen der Spieler. Das ist erstmal das Grundprinzip. Das bedeutet, dass wir auf kleinen Maps wie zum Beispiel Wondel oder Ashika Island den Plünderer viel, viel besser sehen. Wir kriegen nämlich so eine Markierung hier, mit der wir dann den Plünderer angezeigt bekommen. Also es kommt auch eine Anzeige sozusagen, Achtung, der Plünderer ist jetzt auf der Map. Und ja, dann können wir uns auf die Suche machen nach dem Plünderer. Einfach dahin gehen, wo der Kreis markiert ist und ihn dort finden. Auf Ashika und Wondel kriegt man dann direkt mit, dass er da ist. Auf größeren Maps wie Al-Masra, da ist es schon mal möglich, dass er außerhalb der Reichweite spawnt. Da hilft dann zum Beispiel so ein Auftrag wie Daten sichern, dass er markiert wird. Allerdings, ja, es ist ein bisschen schwerer. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall eine kleine Map. Außer dem Plünderer selbst brauchen wir auch diese Maske hier. Und zwar ist das die Verkleidung, mit der wir uns als KI verkleiden. Das heißt, die KI, also die Fraktion, wo wir gerade sind sozusagen, die ist dann sozusagen nicht mehr aggressiv auf uns, weil wir uns als deren Partner ausgeben. Ist ganz cool, auch unser Äußeres verändert sich, sobald wir diese Maske aufziehen. Sie ist selten, sie hat einen goldenen Hintergrund. Das heißt, wir müssen sie auch an Orten suchen, wo es eher selteneren und wertvolleren Loot gibt. Und ja, generell ist es so, dass in diesen Duffelbags, also in diesen Taschen, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, diese Maske zu finden. Das hier ist übrigens gerade auf Ashika Island, also Maske ausrüsten und dann ganz wichtig, mit Linksklick aktivieren, dass wir dann auch die Verkleidung anhaben. Wenn wir die Maske dann aufgezogen haben, erscheinen Ränder am Rand des Bildschirms, und zwar schwarze Ränder, die sich ins Weißliche verfärben, sobald Gegner auf uns aufmerksam werden. Das heißt, solange alle schwarz ist, sind wir safe. Wenn wir aber zu nah an Gegner rangehen oder jemanden anschießen oder, dann wird die KI auch aufmerksam auf uns und kann das Feuer eröffnen. Schauen wir uns das Beispiel jetzt anhand von Ashika Island an, wo das wirklich sehr, sehr gut geht. Wir haben die Plünderer-Markierung jetzt auf dem Bildschirm. Plünderer ist in der Nähe, wir gucken auf die Karte und wir sehen, der ist im Westen. So, jetzt heißt es, Maske aufziehen, die ist bereits aufgezogen. Also spätestens, wenn wir die Vorratsstation öffnen, muss die Maske aufgezogen sein. Und ganz wichtig, in dem Fall bin ich hier von einem Trupp aufgenommen worden. Wenn ihr also mit anderen Leuten spielt, dann unbedingt kommunizieren, Leute, tötet nicht den Plünderer. Denn sobald der Plünderer stirbt, ist die Buy-Station weg. Selbst wenn ihr in der Buy-Station drin seid und gerade einkauft, schön am Shoppen seid und jemand killt den Plünderer, verschwindet die Buy-Station in dem Moment, wo der Plünderer den Geist aufgibt und alles ist vorbei. Also ganz, ganz wichtig, hier so ein bisschen koordinieren, Mikrofon benutzen, don't kill the scavenger, übrigens heißt das Scavenger, also nicht Plünderer sagen, don't kill the scavenger, I have to go to the Buy-Station, I have the mask, what auch immer, aber nicht den Plünderer killen. Mit der aufgezogenen Maske selbst ist auch nicht so das Problem, zum Plünderer zu gehen. Er öffnet nicht das Feuer. Wir müssen halt nur diese Buy-Station finden und hier sehen wir sie. Sie steht hier ziemlich offen. Manchmal landet sie auch auf Dächern oder im Wasser oder. Also irgendwo im Kreis kann diese Kiste erscheinen. Ich habe schon gehört, dass Leute gestorben sind durch das Spawn dieser Kiste, die dann sozusagen weggekistet wurden, kann man das so sagen. Auf jeden Fall, ja, so sieht sie aus. Eine kleine schwarze Kiste und dann einfach rangehen und sie öffnen. Weggekistet, Junge, Junge, das muss ich nochmal, ja gut. Also jetzt haben wir die Inhalte der Kiste und wir sehen bereits die Preise, sehr, sehr angenehme Preise. Also wir haben Panzerplatten für 80. So, jetzt ist die Frage, ist das rabattiert oder nicht? Soweit ich weiß, ist das schon rabattiert. Also ich gehe mal von einem Panzerplattenpreis aus, normal von 100 hier in dem Fall. Munitionskiste kostet nur 500, die Gasmaske 1500 und der mittlere Rucksack 2000. Also spottbillig. Das heißt, alleine schon um so Basic-Ausrüstungen zu bekommen, lohnt es sich hier. Aber besonders interessant ist unten diese Selbstwiederbelebung. Da seht ihr, die kostet nur 5000. Das bedeutet, für 5000, wenn ihr 20.000 dabei habt, könnt ihr 4 Selbstwiederbelebungen holen. Und die auch für gewisse Missionen und Aufgaben in der Basis abgeben. Es gibt ja eine Aufgabe, wo man 40 Selbstwiederbelebungen in Dead Drops, also in toten Briefkästen, ablegen muss. Das hier ist ideal dafür. Da kann man sich eindecken ohne Ende und dann diese Selbstwiederbelebungen in die Tonne werfen, um seine Mission abzuschließen. Und zum Schluss sehen wir auch noch die persönliche Exfiltration. Das ist auch krass. Die persönliche Exfiltration kostet nur 1500. Also für unglaublich günstige, also ein Spottpreis hier, Wochenendticket oder was auch immer, das ist $15.000 ist geschenkt. Dafür bekommt ihr eine persönliche Exfiltration und könnt die Map sicher verlassen. So, jetzt öffnen wir aber den anderen Teil, und zwar den Tauschteil der Plündererstation. Hier wird es jetzt interessant. Die Währung hier sind nämlich Dogtags. Ja, ein bisschen
kritisch gesehen hier und da, aber es ist ja so, wenn wir den Plünderer auf Wandel oder auf Ashika öffnen, das sind nun mal reine PvP-Maps. Und wir kriegen den Plünderer in der Regel im fortgeschrittenen Stadion. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt sollte eigentlich jeder, der hier beim Plünderer ist, auch Dogtags dabei haben. Das ist eine logische Konsequenz daraus. Auch, dass da Leute gestorben sind, da liegen auch nochmal Dogtags. Das heißt, ich verstehe schon das Prinzip mit diesen Dogtags. Gucken wir uns mal an, was wir dafür kriegen. Es ist nach Wertigkeit sortiert, also ganz oben die Bronze-Dogtags und ganz unten dann die Damaskus-Dogtags. Also Leute, die 10-mal überlebt haben, haben Damaskus-Dogtags dabei. Es geht los mit der Maske. Wenn eure Kollegen noch keine Masken haben, kann man diese hier für einen Bronze-Dogtag eintauschen. Langlebige Gasmaske ebenfalls für einen Bronze-Dogtag und die Wiederbelebung. Also beides Items hier, die man braucht für Missionen zum Abgeben, also zusätzlich zu dem anderen Shop, wo man 5000 die Wiederbelebung kaufen kann, kann man hier nochmal zusätzlich Sachen eintauschen gegen einen Bronze-Dogtag, was ein absolut fairer Preis ist, finde ich. Dann geht es los mit den Silber-Dogtags, also nur drei Items für Bronze, der Rest ist jetzt Silber und zwar kriegen wir hier schon Zweierplattenwesten mit Eigenschaften, also die Com-Weste, die Health-Weste und die Tarnweste, die Thales-Weste. Ich finde das ganz cool, dass man hier für Silbermarken sowas bekommt. Ein, zwei Silbermarken zu haben, das ist nicht so unwahrscheinlich. Bronze ist natürlich viel wahrscheinlicher, aber ein, zwei Silbermarken, das heißt, die Items, die hier kommen, kann man sich in der Regel auch noch relativ gut gönnen. Und ja, ohne jetzt zusätzlichen Aufwand zu betreiben. Es ist ganz interessant, dass man hier ja auch die Tauchergasmaske noch bekommt. Und ihr seht als letztes Item die Wiederbelebung. Ja, das ist die gute Wiederbelebung. Also die mit dem Rauschmittel sozusagen, was euch eine schnellere Wiederbelebung gibt. Und noch zusätzlich sprinten lässt die ganze Zeit. Also es fällt auch auf, jeweils das letzte Item einer Wertigkeitsreihe, also hier zum Beispiel das letzte silberne Dogtag-Item, ist dann immer das wertvollste, ist ja logisch. Während das erste vielleicht so ein bisschen überteuert ist. Und das sehen wir jetzt in der nächsten Kategorie. Da geht es los mit den goldenen Dogtags. Und da haben wir als allererstes die Kiste. Und ja, es ist eine Wiederbelebungskiste. Es kommt darauf an, wie viele Leute ihr da seid. Wenn ihr zu diesem Zeitpunkt ein Platoon habt, was nicht unwahrscheinlich ist auf Wandel und Ashika, dann hat das ganze Platoon eine Wiederbelebung. Ja, ist ganz nice, aber ganz ehrlich, wollt ihr Leuten, die ihr nicht kennt, wenn ihr gar nichts zu tun habt und dann eine goldene Marke ausgeben für eine Wiederbelebung für alle, ist das in Relation lohnenswert, frage ich mich. Weiß ich nicht. Deswegen würde ich sagen, es ist tatsächlich das wertloseste Item. Dann der Plünderer-Rucksack. Hier ist schon ein interessanter. Allerdings ist es ja beim Plünderer. Das heißt, wenn wir den Plünderer töten, kriegen wir sowieso einen Plünderer-Rucksack. Also hier würden wir sozusagen nochmal einen extra Plünderer-Rucksack kriegen. Ein bisschen makaber. Wir können ihn vom Plünderer kaufen und ihn dann töten und kriegen dann wieder einen Plünderer-Rucksack. Ja, und dann wird es ein bisschen interessanter. Zwei goldene Items. Aber auch die könnte man zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon haben. Und zwar die Dreier-Plattenweste und der große Rucksack. Also für die letzten goldenen Dogtags kriegt man auch jetzt goldene Items. Ob sich das lohnt, ist ja schon die Frage. Und noch krasser wird's jetzt bei den Damaskus-Dogtags. Also der erste Rucksack ist der Sicherheitsrucksack. Und natürlich steht das in keinem Verhältnis, meiner Meinung nach. Wir kriegen den Sicherheitsrucksack viel, viel besser und leichter gecraftet, überall auf jeder Map, als hier durch eine Damaskus-Dogtag. Was sich schon eher lohnt, definitiv ist der Generalschlüssel. Also hätte ich einen Damaskus-Dogtag dabei und bräuchte den nicht, würde ich es definitiv eintauschen gegen einen Generalschlüssel. Da gehe ich d'accord. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, dadurch, dass der Generalschlüssel generell seltener geworden ist. Und zum Schluss kriegen wir noch Dreierwesten mit Eigenschaften. Je nachdem, ob man gerade dringend was braucht. Ich weiß nicht, ob hier auch die Westen alle wechseln. Ich habe nicht so drauf geachtet, ob hier jedes Mal eine andere Weste drin ist. Könnt ihr mir gerne mal sagen, ob ihr andere Westen gesehen habt. Das könnte sich lohnen, könnte es nicht lohnen. Ein bisschen schwierig. Alles in allem also eine recht lohnenswerte Station, zumindest für die Bronze-Dogtags und für Bares. Also da kriegen wir schon sehr, sehr günstige Exfiltrationen, Wiederbelebung und so weiter. Es lohnt sich definitiv gerade zum Ende einer Runde auf Ashika oder Wandel, wenn man einen sicheren Ausgang braucht. Die Frage ist jetzt, einige Stimmen werden schon laut, ja, das steigert jetzt wieder das PvP und Spieleraggression, Platoonbildung und. Sehe ich persönlich jetzt nicht ganz so extrem, weil es ja in der Regel sowieso auf PvP-Maps stattfindet. Also Ashika und Wandel sind nun mal PvP-Maps und wenn man da lange überlebt oder am Ende einer Runde ankommt, wo dann der Plünderer kommt in der Regel, da kommt er eher in der zweiten Hälfte einer Runde, dann hat man nun mal schon ja, die großen PvP-Teil hinter sich und kann dann sozusagen seine Lorbeeren ernten. Es ist trotzdem kontrovers, ich verstehe das schon, also es bleibt kritisch abzuwarten, wie es entwickelt. Ich bin mir sicher, dass die Entwickler da die Zahlen auf dem Schirm haben und das auch beurteilen können am Ende des Tages. Mal gucken, ob sie das irgendwie abändern. Aber wir merken, dass den Entwicklern beides wichtig ist. Sie fördern momentan alles so ein bisschen. Die Platoons werden gefördert, komischerweise, vielfach.
Die Solospieler werden gefördert, Missionen werden gefördert, PvP wird gefördert, alles wird gefördert. Das zeigt so, dass sie in die Breite gehen und den Spielern anscheinend alles geben wollen. Ob das am Ende funktioniert, werden wir sehen. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich sage Astro Lego, viel Spaß mit dem Plunderer und hasta la vista.